produzieren hier am Standort für den Trumpf-Konzern alles rund ums Biegen. Produzieren so knapp 1500 Biegemaschinen im Jahr. Haben da dementsprechendes Wachstum hingelegt die letzten Jahre. Dann wurde das ganze Produktportfolio dementsprechend erweitert. Da hat man sich entschieden, wir investieren in eine zusätzliche automatisierte Schweißanlage. Wir haben uns eben für die Zwei-Roboter-Lösung entschieden, weil zum einen wollten wir eben auch die Werkzeugwechselstation vermeiden. Zum anderen ist es eben so, dass die ganze Schlauchpaketführung einfacher ist. Wir haben eben bei den kleinen einen Hohlwellen-Roboter und haben die direkte Schlauchpaketführung. Und zum anderen ist eben die Zugänglichkeit mit dem MAG-Roboter dementsprechend besser. Wir haben den LaserHybrid-Prozess ausgewählt, weil wir zu einem brauchen wir den Laser, damit wir das Grundmaterial im Schweißnahtbereich auf 150 bis 180 Grad vorwärmen können. Und durch dieses Vorwärmen können wir zu einem den energieintensiven und teuren Kühlprozess eliminieren und die Sandstrahlen im Nachgang. Ein weiterer Vorteil vom LaserHybrid-Schweißen ist eben die Tiefenschweißung. Das heißt, wir können 10 mm tief ins Grundmaterial reinschweißen. Somit haben wir die ganzen Schweißanarbeitungen reduzieren bzw. bei den kleinen Bauteilen komplett entfallen lassen können. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern auch 4 Tonnen Schweißdraht. Und 4 Tonnen Schweißdraht pro Jahr ist eine ganze Menge, was man nicht verschweißen muss. Bei dem Projekt für die Firma Trumpf haben wir unter anderem eine virtuelle Betriebnahme gemacht. Mit der virtuellen Betriebnahme haben wir die Möglichkeit, die Maschine vorab im Büro in Betrieb zu nehmen, ohne dass wir die echte Maschine benötigen. Das war bei dem Projekt besonders wichtig, weil die Maschine bei uns im Haus nie installierbar ist, aufgrund der Größe und der Dimension der Bauteile. Somit haben wir den kompletten Ablauf bei uns im Büro programmiert, waren auch in der Lage, verschiedenste Fehlerfälle zu testen. Und auch die gesamten Roboterprogramme wurden im Vorfeld erstellt und können dann auf der echten Anlage schon übernommen werden.